Moin YouTube, willkommen zu einer weiteren Folge Cult of the Lamb. Wir haben unseren Gutschnittorden endlich hier mal ein bisschen auf Vordermann gebracht, haben schon den ersten fetten Boss besiegt und da geht es jetzt heute hier weiter an der Stelle. Da liegt er noch, der Gute. Ganz ehrlich, könnte man jetzt mitnehmen als Bett nutzen. Da passen locker drei, vier Figuren rein, die da schön im warmen Fleisch drin schlafen können. Aber naja, gut, sei so nicht gewollt. Deswegen. Scheiß drauf. Guck mal, wir haben voll viele Fische. Fleisch mitgenommen, Steine, Holz, fast gar nichts. Und sehr viele Knochen. Sehr, 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 sehr viele Knochen. Leshy wurde von dir hinweggefegt, wie ein Sandkorn von einer Flutwelle. Okay, das war's dann. Lol. Also, hey, ich hol dich kurz zu mir, um dir zu sagen, Leshy wurde weggefegt. Was ist ein Hirte ohne seine Herde? Das ist eine gute Frage. So, ich habe jetzt wieder frischen. Oh, guck mal, Kyuki, Frozen, Kalis Gimmelwirt, Ela. Der Eulenstreicher auch mit am Schluss. Oh, ist ja toll. Ist schon cool. Das ist cool. Das ist richtig cool. Ela hier, guck mal, Terminator da hinten. Geil, Digga. Moment mal, ihr habt ja alle ein Alter, ne? Ihr könnt ja auch sterben, glaube ich. Oh nein. Der Chat kann schon wieder Schicksale bestimmen. Oh, wir können wieder, Leute. Es ist mal wieder soweit. Nano! Wer hat Bock, Chat? Wer hat Bock? Wir haben eine neue Abstimmung. Wir brauchen einen neuen Bewohner. Let's go. Welcher sexy Hase schließt sich jetzt an? Ihr kriegt als Dankeschön diesen Stromstörfilter. Der ist voll cool. Der sorgt dafür, dass Störstrom quasi hier nochmal gefiltert wird und das Endprodukt quasi richtig rein Strom bekommt. Ihr könnt das nicht mehr verwenden, weil es abgeschnitten worden ist von dem Netzteil. Aber ihr kriegt das von mir geschenkt. Das ist doch geil. So, dann würde ich sagen, wir brechen die Aktion hier ab. Aber ganz ehrlich, bricht das im Gefängnis aus und befreit auch andere. Sollten wir vielleicht direkt töten, oder? Können wir töten? Kann man das nicht randomisieren? Oh. Stopp! Nein! Egal. Ist halt jetzt so. Ist dann halt jetzt so. Du kleiner Kerl, pass auf, du hilfst beim, du wirst, ja, was wirst du? Wir haben jetzt vier beim Beten, ne? Komm, du machst jetzt auch Holz. Wie viele Leute haben wir eigentlich aktuell? Wir haben 8 Bewohner, kann es sein? Ja, wir haben 8 Bewohner und 9 Betten, dann passt das. Hier ist ein Baum, der muss weg. Wir geben dir doch keine Chance zu wachsen. Was ist denn los? Ich brauche Holz. Dafür, dass es so ein kleines Ding war, hat er doch schon sehr viel ausgehalten, muss ich sagen. Aber überwiegend kacken die an den Rand, ne? Also es gibt doch schon mal ein paar Ausnahmescheißer, ne? Die trauen's, die wollen beobachtet werden, ist wie so Hunde. Die gerne beobachtet werden beim Kacken. Die kacken dann eher hier so in der Nähe. Also Kali, ne, die geht mir richtig auf den Nerv hier im Spiel. Also andauernd, was denn jetzt? Hat jemand hingekotzt und soll mich darum kümmern, dass es weggeht? Es weht ein kalter Wind. Die Toten sind nah. Die Toten sind nah. Ich höre sie flüstern. Führe ein Ritual des Blutmondes durch, damit wir ihre rastlosen Geister sehen können. Oh, okay. Wir können es tryen. Aber warte mal, das hier muss ich, glaube ich, gar nicht machen. Warte mal. Erstmal kochen wir, damit hier niemand sterben muss. Haarschleim. Das muss hier keiner essen, ganz ehrlich. So, wir kochen alles, was wir haben. Was, glaube ich, noch nicht mal viel ist. 9 Mahlzeiten. Wir haben 8 Leute. Ha! Ah! Glaube, ich habe mich verkocht. Yum, 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 yum. Abgebrannte Nahrung. Du hast die Mahlzeit angebrannt, weshalb sie von deinen Anhängern nicht verzehrt werden kann. Räume diese unansehnlichen Murks weg.
koche mehr Nahrung, damit deine Anhänger auch etwas zu essen haben. Und sei beim nächsten Mal vorsichtiger. Scheiße. Da räume ich gleich weg. So, pass mal auf. Ich glaube, wir machen jetzt erstmal diese Hütte. Irgendwo haben wir die... War das Anhänger? Anhänger hier unten, ne? Da, diese Hütte. Damit können die selber... Früchte in der Nähe zu bewässern. Ach nee, damit bewässern die. Ah, okay. Ach, du Kacke. Okay. Ich verstehe. Wir müssen die komplett um... Ah, okay, ich verstehe. Ja. I understand this. Oh, das gibt aber gut was. 4 Beeren. Das heißt, die können jetzt selber... Die bewässern das jetzt, ne? Wenn das fertig ist. Ich kann jetzt hier so reinstecken. Ja, okay. Und ich bewässere auch direkt. So, da die Frucht, da die Frucht. Jetzt können wir gleich gucken, ob die das bewässern. Wenn das fertig ist. Oder muss ich einen zuweisen, der dann bewässert? Ah, das werden wir gleich sehen. Alter, wir haben so viel Essen. 35 Beeren. Das war sehr gut, glaube ich. Okay, wurde bewässert. Cool. Aber. Dann können wir die jetzt umplatzieren. Gibt es einen Baumodus? Gibt es einen Baumodus? Zurück annehmen. Oh, das war Zeitraffer. Scheiße. Pflanzen. Nein, ich will... Hä? Gibt's einen Baumodus? Bett. Man kann ja alles umplatzieren, aber wie? Gebäude bearbeiten mit X. Ah. Mit A. Oh ja, das ist geil. Das ist geil. Ich weiß nicht, warum das so komisch hängt. Beim Anwählen und beim Platzieren, aber ist egal. Ich habe übrigens noch ein Horrorspiel für uns auf Lager, ne? Falls ihr Bock habt. Ich hätte Bock. So, dann gucken wir mal. Wir haben ja genug Pflanzenfasern wieder gesammelt. Wenn wir es jetzt noch hinkriegen würden, dass... Wenn wir es jetzt noch hinkriegen würden, dass die das auch noch selber anbauen und sowas. Lager hier Samen damit. Oh, ach so, ja, krass. Würde ich jetzt direkt. Ja, hier würde ich gerne noch so ein paar Gebäude hinmachen. Dann würde ich das maybe so hier machen, weißt du? Ich glaube, das ist ganz geil. Können wir da die Samen lagern? Oh mein Gott, geil. Und voll. Göttliche Inspiration erhalten! Hier haben wir alles. Fragezeichen. Nee. Die Leichengrube. Brauchen wir eine Leichengrube? Verbessere den Tempo-Schrein. Erhalte mehr Hingabe. Oh. Kann schon ein bisschen süchtig machen, das Spiel. Ich kann es verstehen. Okay. Ist da oben ein Twitch-Level? Ah, ihr boostet da oben den Balken. Jetzt sehe ich, was ihr macht. Oh nein, warum sieht das so scheiße aus jetzt? Jetzt sehe ich, was ihr macht. Krass. Okay, cool. Was ist das hier? Ela wohnt hier. Achso. Ela wohnt da. Geil. Ihr wohnt alle in euren Betten. Das ist insane. Wer hat denn da geschissen? Oh, hat der kleine Ela geschissen? Ela hat gerade geschissen. Oh, das ist aber ein süßer Haufen. Voll heißt das. Nein. Das hat Ela Teuger. Gut, ich koche am besten mal noch ein bisschen. So, das müssen wir entsorgen, wie auch immer. Ah, okay. Ach, nur. Okay. Ich mache direkt nochmal 8 Stück. Mehr kann ich auch nicht. Aber 8 sollen wir mindestens machen. Die sollen auch alle funktionieren, weil wir 8 Leute haben.
Dann haben wir noch mal Essen auf Vorrat. Sehr cool. Die kommen es halt direkt wegessen, ne? Gar keine Chance. Ich baue alleine, werden die alle essen. Gar kein Thema. Ich muss auch selber nichts essen. Alles easy. Da kommt wieder arbeiten. Liebe YouTuber da draußen, was sagt ihr? Würdet ihr gerne Teil des Dorfes werden? Wollt ihr mich unterstützen? Ja. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wer gerne Teil des Dorfes sein möchte. Falls wir nochmal so eine Abstimmung haben, wo niemand sich einen Charakter erstellt, können wir ja auch sagen, dass wir dann ein paar Leute aus YouTube damit reinbauen. So, X. So, geil. Hey, guck mal, die wurden auch alle jetzt automatisch umgegraben, ne? Right? Yes. Geil. Ach, warte, das muss ich ja gar nicht mehr machen. Oh mein Gott, wir müssen nicht mehr selber arbeiten. Das ist ja toll. Jetzt machen wir hier noch ein Ritual. Stimmt, ein Ritual sollen wir machen, ne? Dann machen wir jetzt, Abklingenzeit läuft. Ne, warte mal. Feuergrube haben wir ja schon gemacht. Anderes Ritual können wir. Ah, Ritual des Blutmondes. Kostet Kürbisse? Wie kriege ich Kürbisse? Dieses Ritual ist befristet verfügbar. Dauert 3 Tage an. Beschwört einen Blutmond, der die Toten auferscheinen lässt. Weiß jemand, wie ich die Kürbisse bekomme? Mhm. Komm, wir predigen wieder. Komm, meine Kleinen. Ich erzähle euch heute was. Vom Sieg und vom Verlieren. Die Verlierer haben verloren, weil die Sieger siegreich waren. Ich hoffe, das hat euch gefallen. So, macht voll. Erhöht die Ausgangsstufe von Waffen, wenn du mit einem neuen Kreuzzug beginnst. Wild? Wild? Das heißt, die sind jetzt von Standard aus stärker. Wichtig und richtig. Danke, meine kleinen Lämmleins. Und was ihr darstellen sollt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Können wir hier noch was bei der Krone machen? Da wird doch diese Kette bekommen. Die würde ich gerne ausrüsten. Wenn es das überhaupt ist. Ne, guck mal, hier ist keine Kette. Er ist einmal pro Kreuzzug ein... Und dein Herz... mein Herz erhalten. Fokussiere deinen Geist, während du auf einen Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukommen. Halte zu Beginn eines jeden Kreuzzuges Durchlauf eines kranken Herzens. Was? Halte zu Beginn eines jeden Kreuzzuges Durchlaufs eines ein krankes Herz. Was ist denn ein krankes Herz? Das klingt negativ. Stirbst du zum ersten Mal auf einem Kreuzzug, kannst du wiedererweckt werden. Oh, das ist geil, indem du einen Anhänger opferst. Das ist nicht geil. fokussiere deinen Geist. Ich glaube, ich nehme das. Wir können irgendwas essen, um wieder ein Herz dazu zu bekommen, oder? I don't know. Das ist alles nicht so spektakulär. Ja! Bisschen mächtig. Du hast eine neue Kronenfähigkeit freigeschaltet. Ess. Nimm täglich eine Mahlzeit zu dir, um ein zu erhalten. Interesting. Hier kann ich mal mit einem von euch reden. Ich rede jetzt mal mit einem. So, sieh dir deine Gedanken an. Aber ich glaube, denen geht's besser, ne? Tendenz steigen. Alter 34. Hier ist ein Ausrufezeichen. Bei Ela. Ela will das, glaube ich. Ich wusste, dass du es schaffst. Du bist wirklich göttlich. Danke, Ela. Das hättest du mir jetzt nicht sagen müssen. Das weiß ich. So, hier ist direkt ein fetter Haufen gesetzt worden, neben meiner frisch gekochten Suppe. Naja. Nun. Ich glaube, der nächste wird mal ein Arbeiter. Ich glaube, wir brauchen hier Arbeiter. Ach, Herrgott.
Ali hat wieder in die Ecke geschissen. Ich würde losziehen, Chat. Ich würde direkt wieder losziehen. Ne, was hier nachts passiert, das bleibt hier am besten auch. Wir ziehen direkt weiter. Let's go. Ich würde jetzt mal ganz kurz gucken. Hier können wir doch angeblich fischen. Was hat es mit dem Fischen auf sich? Pilgerpass. Hey, wir können hier sogar Gemüse sammeln. Das ist geil. Was ist das hier? Alte Anfängerform, neue Tierform, die deine Anhänger annehmen können. Oh! Geil! Ich habe, glaube ich, Essen geopfert. Oder habe ich Essen bekommen? Ich habe Essen bekommen, oder? Ne, warte mal. Irgendwie, ich glaube, neue Tierform. Aber da steht immer Plus, Minus Münzen. Oh mein Gott, ich bezahle dafür. Aber 10 Münzen finde ich okay, oder? Komm, wir machen noch einmal. Noch einmal machen wir. Dann kriegt ihr neue Anhänger vor. Einige haben keinen Bock, sich ihren Anhänger zu erstellen, weil es noch keinen coolen gibt. Kann ich vollkommen verstehen. Der will schon hässlich sein. Was ist das hier? Hey, ich baue bei dem Fisch erstmal alles ab. Moment. Der hat kein Existenzrecht mehr hier. Wir bauen hier alles ab. Cool. Hey, schön hattest du es hier. Ich nehme den alles. Boah, das heißt, hier ist ja wirklich alles wichtig, ne? Gold ist wichtig, Holz ist wichtig, Stein ist wichtig. Du brauchst alles, jeden Scheiß. Guck mal, wir können jetzt noch so viel Geld reinstecken und könnten so viele Anhänger-Skins bekommen. Aber gut zu wissen, wenn wir ein bisschen Gold über haben, gehen wir hier nochmal her und investieren nochmal sehr viel in Gold hier in die Aussehensdinger rein. Ich hoffe, da war jetzt ein bisschen was für euch mit dabei. Drei neue Aussehensformen haben wir. Wobei eine davon sah nicht so strong aus. Aber die anderen zwei, die waren eigentlich ganz cool. So, hier noch ein bisschen. Da unten ist der Angler wieder. Dem zeige ich es jetzt aber. Dem zeige ich es jetzt. Wie komme ich da hin? So, moin, Kollege. Sieh mal an, was die Flut angeschwemmt hat. Was stehst du da rum? Glaubst du, dass ich für dich angeln werde? Ich bin nicht einer deiner hirnlosen Gefolgsleute. Dann. Ah. Okay. Ah, oh, 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 ah. Ach du Scheiße. Ah. Ist schwer. Ist absolut schwer. Schmackerme, Leute. Dinge für Fische. Okay. Fangen wir. Ach du Scheiße. Okay. Schmeckerme. Schmeckerme. Ah, schön. Was haben wir jetzt bekommen? Es ist möglich, dass Gegner einen Fisch hinterlassen. Das ist geil. Schmeckerme. Das schmeckt man immer. Komm, machen wir direkt nochmal. Ich hole mal komplett aus. Das ist ja übelst kacke. Ich gehe wieder. Schmecke nur mal. ja, dann hauen wir ab. Okay, ich gehe nochmal zu ihm. Dann will ich jetzt auch wissen, was es hier eventuell gibt. Aber der nächste Tag fast um. Wir haben nichts erreicht. Oh, was Verstecktes. Eine neue Aussehensform, Chat. Oh krass, die sind ja also auch versteckt in der Umgebung. Schmecken immer. Cool. Die sind richtig frech, oder? Wer auch immer hier lebt, wir machen alles weg. Ich muss dir danken, indem du mich von meinen Pflichten befreit hast, hast du mir meinen großen Wunsch erfüllt. Frieden. jetzt, da ich dir alles beigebracht habe, was du wissen musst, kann ich meine restlichen Tage mit den Spielern von Astragaloi verbringen. Es sind gerade Freunde von mir hier unterwegs, um auf ein oder zwei Spiele von mir zu mir zu gesellen. Ein wilder Haufen. So viel steht fest. Aber ich bin jetzt im Ruhestand und kann mich meines Lebens freuen.
Okay, ja, dann spiel doch mal Astrakadagadoi. Oh mein Gott, wir klauen uns erstmal seinen Glauben. Sehr schön. Ey, wir besuchen einfach seine Hütte und klauen uns seinen Glauben. Wir sind der krasseste, dreiste Dude, den es gibt. Oh, kommen wir sogar rein. Nein, ist das dein Heim? Du hast meine bescheidene Hütte entdeckt. Gib acht, nicht denselben Fehler zu machen, den ich gemacht habe. Oder du wirst genau an solch einem Ort enden. Und jetzt vielleicht eine Party? Astragoloi? Das kennst du nicht. Na los, ganz einfach. Komm an den Tisch und ich zeig's dir. Okay, wir spielen jetzt irgendein Spiel im Spiel. Aber zuerst glaube ich. Oh. Hä? Ach, einfach nur ein großes Geschenk. Ich kann jetzt irgendjemandem was schenken. Meinen Leuten anscheinend, ne? Geil. Können wir gucken, mal Schwierigkeitsgrad. Ganz low. Astragaloi, Leute. Was ist Astragaloi? Ein Würfelspiel mit Risiken und Chancen. Wir fangen ein neues Spiel an. Gleiche Augenzahl. Zerstöre den Gegner. Gleiche Augenzahl. Werden Würfel mit gleicher Zahl in derselben Reihe platziert, dann multipliziere ihren Wert. Zerstöre den Gegner. Zerstöre den gegnerischen Würfel, indem du die gleiche Zahl wirst. Alles klar. Hä? Irgendwie zu simpel irgendwie. So, er würfelt eine 1. Okay. Wir würfeln. Hä? Darfst du selber entscheiden? Okay, in die. Okay. Eine 6. 100 Schuhe. Ah, toll. So ein Bullshit, Digga. Was ist das für ein Schwierigkeitsgrad? Okay, können wir hier machen, dann wird die 5 zerstört, right? Oder wir machen hier, damit hier die 5 zerstört. Wir machen hier die 5. Er hat halt viel zu viele Punkte aktuell. Eine 4. Bringt uns nichts. Wobei, zack, jetzt wird die Punktzahl multipliziert. Ja, toll. Yay, wir nehmen ihn, die 1 weg. Wir haben fast schon gewonnen. Oh je, oh je. Ich platziere die mal hier. I don't know. Würfel die 3. Er wird auch eine 3. Kann ich ihm die 3 jetzt hier wieder wegnehmen? Geil. Das heißt, wir können ihm die 6 auch wieder wegnehmen. Wir müssen nur mal eine würfeln. Ja! Zack, Digga. Er verliert beide 6en. Das ist ja insane. Der hat gar keine Punkte mehr. Eine 4. Dann machen wir wieder. Wir spielen im Multiplier, Leute. Mit einmal läuft's bei uns. Ich will ja nichts sagen, ne? Es lief am Anfang scheiße, aber das Würfelglück ist ja gar nicht gerade auf seiner Seite. Absolut gar nicht. Ist ein cooles Game. Ist mega schlicht. Das musst du dir so einfallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hätte uns komplett rausnehmen können. Er hätte uns komplett rausnehmen können. Ist ja insane. Okay, das ist Computer-KI, ne? Das ist halt Computer-KI, was wir jetzt machen. Ich glaube, damit war es das. Jo! Einfach zerstört. Also ich habe den wirklich hingerichtet, ne? Gerade. Bei jenen, der erwartet, du bist ein Naturtalent. Hier, du hast einen Preis verdient. Oh, können wir das nochmal machen? Ich hätte Bock. Tarotkarte freigeschaltet. Halt ein zusätzliches Herz. Oh, das ist geil. Jetzt anscheinend noch eins dran. Ich würde gerne nochmal. Jetzt, da du auf den Geschmack gekommen bist, hast du Lust, um ein paar Münzen zu wenden? Oh ja. Oh ja. Höchsteinsatz: 10 Münzen. Ja, komm, machen wir direkt. Ich hoffe, ist halt ein Glücksspiel, ne? Kann sein, dass wir die 10 Münzen jetzt wasten. Aber ist egal. Jetzt geht's um alles. Ja, wow, er fängt natürlich legendär an. Das macht keinen Sinn, wie er spielt.
Wir machen die zwei dahin. Eine 3 für ihn da. Kann ich die Straße machen? Okay. Könnten wir theoretisch fertig lassen da oben bei ihm, ne? Damit er gar keine Chance hat zu multiplizieren. So in der Theorie. Das hat er sich jetzt verbockt. Wow. Wollen wir die zwei 1 miteinander multiplizieren? Ich mach dem das da oben nicht weg. Noch nicht zumindest. Wegen dem Multiplier. Der würfelt halt auch insane Scheiße gerade. Aber wir auch. Nicht gut. Ich glaube, das verlieren wir. Scheiße. Hey, wir würfeln halt leider Gottes nur Einsen und so, ne? Aber er auch. Danke dir. 5, sehr geil. Nein, scheiße. Nehme ich ihm die 5 da weg? Nehme ich ihm hier die... Wir nehmen ihm hier die 5 weg? Der spielt so random. Oh, wir liegen sogar vorne. Wir liegen vorne. Ah, shit. Wir liegen theoretisch vorne. Das Ding ist... Könnte ich... Nee, ne? Scheiße. Ah, scheiße. Wenn er jetzt eine 6 würfelt... Weniger wild. Ist jetzt nicht vorbei? Wenn ja, habe ich gewonnen. Ja! Sehr geil, gut gespielt. Ich will noch mal. Ich will noch mal. Let's go! Noch eine Runde! Ist jetzt aber noch die letzte Runde. Wir müssen Radtau einfach noch fertig machen. Der ist im Ruhestand. Die Kohle hat er nicht verdient. Der kriegt Rente, weißt du, wir müssen das alles erarbeiten, der kriegt Rente. Das ist okay. Okay. Jetzt eine 3 für den guten Sera. Wir machen mal hier die Einzel. Da sehe ich aber unsere erste 3, die wir würfeln. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. War nicht clever. Das ist schon besser. Er hat so viele Punkte, weil er einfach die 3 hat. Das wären deutlich mehr Punkte als er eigentlich, aber oh mein Gott, ich krieg nur Scheiße. Oh oh. Wir brauchen eine 3, ne? Right? Wir brauchen eine 3. Oh, das war... Ey, ich liebe den. Radtau, du spielst für mich. Und er kann nichts mehr dagegen tun. Er kann nichts mehr dagegen tun. Ich glaube, wir haben zu viele Punkte. Als dass er uns... Oder? Na, weiß ich nicht. Wenn er jetzt noch eine 5 würfelt, wird's scheiße. 2, sehr toll. Ja, und damit haben wir gewonnen. Geil. Können wir uns noch einen Skin holen gehen, ne? Haben wir jetzt ein bisschen Kohle bekommen. Geil. Süß! Sieg! Auf jeder Linie. So, ich würde jetzt, bevor wir hier noch irgendwas machen, direkt nochmal nach draußen gehen. Okay. Es ist immer so der. Könnte ich das Blut? Geht nicht länger, okay. Ja, dann machen wir das hier jetzt, ne? Wird auch, glaube ich, schwieriger. Oh! Da vibriert das Akku von meinem Controller leer.
Kann ich das hier kaputt machen? Nee. Okay, neue Gegend, Leute. Ich glaube, jetzt werden die Gegner bösartig schwer. Wird herbeigerufen. Ja. Haben wir jetzt nur zwei Skills? Panzerhandschuh. Oh nee, oh cool. Ah, das sind. Oh mein Gott, das sieht ja wild aus. Geil. Und das ist so eine Art Explosion. Ich will es jetzt einmal testen, aber ich habe Angst. Das sieht ja geil aus, die Handschuhe. Die hätte ich gerne immer ab jetzt. Danke. Erbärmliche, unterwürfige und abscheuliche Marionette der Roten Krone. Du hast den jüngsten von uns niedergestreckt. Wir sind die Bischöfe des alten Glaubens. Wir beschützen von Ketzereien wie den deinen. Wir sind die Hüter des wahren Wortes und wir werden eine solche Blasphemie nicht dulden. Deine Sünden sind mannigfaltig und dafür müssen deine loyalen Anhänger leiden. Sie wollen verhungern. Sie sollen verhungern. Was? Wo bin ich, Anführer? Hey, Kyuki? Hä? Kyuki hungert. Achso, aber sie ist jetzt wieder da, ja? Kann direkt essen. Oh nein! Aber tot nicht, ne? Das wäre assi. Weil da kann man ja nichts gegen machen. Ich kämpfe gleich gegen euch. Oh mein Gott, ich habe so eine Angriffskombo. Oh mein Gott, ich habe eine Angriffskombo. Das ist ja geil. Ja, wild. Irgendwie sehr ernüchternd, was die können. Einfach Bewohner aus nichts herbeizaubern und leiden lassen, obwohl die gar nichts für können. Die können ja auch nichts dafür, dass sie mir folgen. Irgendwie zwinge ich die schon. Also so könnte, ne, Auslegungssache. So könnte man es auf jeden Fall darstellen. Die Explosionen heben wir uns für den Endboss auf. Falls das okay für euch ist, Chat. Au, wo kommt das denn her? Wo kam das denn her? Leute, hier fallen sogar irgendwelche Stacheln. Ich schaff die erste Ebene nicht. Viel zu schwer. Wo geht's hin? Links, rechts? Komm, wir gehen erstmal links. Weil links da das bringt oder so ähnlich. Boah, shit. Da wurde ich vom Stein leider aufgehauen. Ja gut, ich kämpfe jetzt aber auch ein bisschen unkontrolliert. Könnte man besser managen. Oh, wie süß! Oh, die lassen uns so Froschköpfe droppen. Finde ich toll. Wir nehmen sie mit und halten sie in Ehren. Also, ich perforiere die nochmal so ein bisschen, aber grundsätzlich können wir die mitnehmen. Oh, ein blaues Herz. Hier geht's weiter, also gehen wir erstmal nach hier. Ah. Gebackdeichte. Gegner hinterlassen zweimal mehr Eifer oder Flüche verbrauchen 25% weniger Eifer. Ist halt beides geil, ne? Ob wir nur doppelt so viel bekommen, also, ne? Oder nur halb so viel aus. Okay, ganz so stand es da jetzt nicht, aber auch das wieder Auslegungssache. Hä? Ich glaube, die Steine wachsen da. Ist
ermöglicht dir, das Gegner einen Fisch fallen lassen. Hä, haben wir jetzt zweimal? Tötet Hackett. Hackett hinter der Hecke. Deswegen heißt er Hackett. Wegen Hecke. Das macht gar keinen Sinn. Hey, hier ist wieder ein Geschenk. Deine Großzügigkeit kennt keine Grenzen. Ein kleines Geschenk. Oh, da müssen wir gleich mal gucken, ob wir Geschenke machen können. Nicht sicher, außer die Zuneigung, die man im Herzen trägt. Oh, yeah, yeah. Fluchangriffsschaden erhöht sich. Ich soll aufhören zu labern, schon wissen, was da ist. So. Schönheit ist Wahrheit. Wahrheit ist Schönheit. Und mehr musst du über dein Herz nicht wissen. Horche bloß auf dein Herz, denn dort findest du deine wahrhaftige Wünsche. Hä? Fluchangriffsschaden. Lass so einen Amboss nehmen. Oh, wir können. Okay, wir können das uns. Ah, okay. Die Karten bleiben ja für immer, right? Finde ich cool. Halt, können wir hier die Säcke noch kaputt machen? Ja, klar. Eine Münze. Ich habe mein Geld wiederbekommen. War eh scheiß Qualität. Oh, der Power ist länger. So, dann baut sich auch geschwind wieder zusammen. Interessiert uns nicht. Wir ziehen weiter. Oh, da kommt Steine runter, da muss ich aufpassen. Boah, dieser dritte Schlag, der hat eine übelst krasse Range. Der fällt sehr, sehr weit rein. Und weiter geht's. Oh, 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 oh. Ne, warte mal, ganz kurz ausweichen, das in Ruhe spielen. Sehr schön. Die greifen aus dem Hinterhalt an, das sind richtige Feiglinge, ne? Ich wollte es nochmal klarstellen. Das ist ein Range von diesem Angriff, ist so böse. Ist so böse. Oha. Verschießt mehrere Projektile, die Gegner verfolgen. Oder eine bessere... Ne, die ist nicht besser. Aber Tempo. Ganz ehrlich, plus 1 Tempo, ne? 0,5 Tempo. Weniger ist immer so ein krasser Unterschied. Plus 1 Tempo muss halt der Wahnsinn sein. Da kannst du ja... Aber ich glaube, nee, ich glaube, unsere Waffe ist geil. Wir sollten das hier wahrscheinlich nehmen. So, das war jetzt eine schwere Geburt für die drei Frösche. Bitte nichts Negatives. Aber ich glaube, hier gibt es gar nichts Negatives. Das einzige Negative ist die Auswahl der ganzen Gänge hier. Viel zu viele Entscheidungen, die wir hier treffen können. Oh, die macht richtig bösen Schaden jetzt, ne? Ruft einen gewaltigen Ausbruch mächtiger Tentakel herbei. Finde ich nicht so geil. Oh, guck mal, nochmal der Feuerzauber, nochmal eins besser. Ja, why not? Why not? Why not? Wird safe Runde gespielt hier. Wird safe Runde gespielt. Ja. Hey, was war das denn? War... Nein, das ist Bossmonster. Können wir da nochmal zurückgehen? Oh. Lass mich raten, einen müssen wir vorher kaputt machen.
Ach du Scheiße. Hä? Was war das denn jetzt? Oh, und ich renn da voll der Kanne rein, Digga. Süß, das war gar nicht mehr so unknapp, Mann. Das war gar nicht mehr so unknapp. Bin in jede Attacke reingerannt. Oh, wer ist das denn? Der Brokkoli, Mann. Moin, Brokkoli, Mann. Wie geht's dir? Endlich mal was Vegetarisches bei uns im Gemüsegarten. Hä? So, was, oh, Kürben, Leute. Ich glaube, da nehme ich die, weil wir haben so ein begrenztes Event. Kleines Geschenk, der halt auch geil. Steine sind nicht so wichtig. Dann nehmen wir die Kürben. Oh. Die Mission können wir doch öfters machen, right? Aber ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, da auf der einen Seite geht es weiter. The Elder Tree. Oh nein, ich mache hier. Oh nein. Dieser Baum lebte 2000 Jahre in Frieden. Jetzt kommen wir. Geil, Holz. Was sind solche Monster? Wie können wir nachts in den Spiegel gucken? Na, das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben noch keinen Spiegel. Amen. Cool. Jetzt haben wir besiegt. Ah, wir haben sogar 4 Fische bekommen. Ich sage euch mal. So, kümmern wir uns hier noch ein bisschen um unseren Stall, um unseren Hühnerhaufen. Dann können wir hier Feier machen, Leute. Siehst du mich hier in Ketten zu einem nichts verkümmert? Aber so ist es nicht immer gewesen. Ich wurde von den Bischöfen des alten Glaubens an diesen verfluchten Ort gebunden. Sie haben mich betrogen und mich hier verrotten lassen. Jeder der 4 Ketten, die mich fesselt, wird von einem der Bischöfe bewacht. Wenn ich dir den Bischof und du springst die Kette, zerstöre alle 4 und ich werde frei sein. Ich gab dir neues Leben, Gefäß. Und jetzt musst du deine Schuld begleichen. Um die Bischöfe zu besiegen, musst du stärker werden. Opfere einen Anhänger, um mehr Kraft zu absorbieren. Das wird dir auf deiner Mission, mich zu befreien, helfen. Opfere einen Anhänger, um stärker zu werden und neue Fähigkeiten und Waffen freizuschalten. Anhänger können höhere Stufen... Was? Anhänger höhere Stufen sind bei Opferung wertvoller. Aber muss ja nicht gemacht werden, oder? Das ist ja quasi, wir kriegen ja wahrscheinlich einfach bloß dann Glauben oder sowas. Den kriegen wir so. Das ist wahrscheinlich der schnellere Weg. Ich denke ja. Also wir probieren niemanden hier zu opfern. Chat, seid ihr noch mit dabei? Haben wir da... Du bist mit dabei, ja? Ah, okay, gut. Ja, so war doch, verschöne mich. Wollt ihr nochmal? Leute, komm, eine Anhänger. Wer Bock hat, jetzt im Twitch-Interface einfach sich einen Charakter erstellen. Und mit Join, dem Duo. Ach so, wait. Ja, der grottige Stats schläft am Tag und arbeitet während der Nacht. Wobei, kann aber, ja, weiß ich nicht. Weckt Anhänger in der Nähe durch lautes Schnarchen. Okay, das ist scheiße. Nee, warte mal. Der schläft ja sowieso mit den anderen nicht zusammen, also ist es wiederum egal. Ich denke, dass ein manipulierter Wasserschäder ist vom Effekt her. Nee. Ist ein einfacher Maskenschäder, der scrollt mit Pearl. Ja, was ist das denn? Oha, Farm bestellen. Wir können ihn explizit Farm bestellen lassen. Ja, dann machen wir das. Das ist ja geil. Ne, warte mal, wir haben hier Leute, die das hier machen. So, wir haben jetzt 10 Leute. Was sind das hier? Oh, die können auch kaputt gehen, die Betten.
Das ist ja frech. Was ist hier mit Terminator? Der ist krank, oder? Warte mal, ist er krank? Segen geben. Ehre diesen Anhänger mit einem Segen. Das wird seine Loyalität steigern. Ja, machen wir das mal. Platz adaptieren. Ah, okay. Das kriege ich dir wahrscheinlich ziemlich schnell hin. Sogar. Ich glaube, das ist verdammt easy. Halbe Stunde. Ja, also mit dem Alpha-Masken-Pirlenois, halbe Stunde. Safe. Ach, du machst mich fertig. Du machst einfach ein Pirlenois im Shader. Da haben die Shader gegebenenfalls Funktionen für. Ja, vielleicht auch eine Stunde. Sagen wir eine Stunde, aber haben die ja Funktionen für, dann musst du da eine Alpha-Maske drüber jagen einfach, und einen Scroll-Effekt, ne? Machen wir erstmal 8. Wir haben 9 mittlerweile, ne? So, komm, wir kochen jetzt erstmal richtig fett viel. Boah, aber Essen ist schwierig. Darf man nicht so viele Bewohner haben eigentlich jetzt? Doch, ne? Die kleinen Gauner, guckt euch an, wie es hier... Nein, ich habe die Kürbisse jetzt genommen. Oh nein. Aber ich glaube, was ist denn mit Terminator los? Ich weiß nicht, was er hat. Der ist krank, oder? Bettruhe. Ah, weil er... Ja, okay, Terminator kriegt Bettruhe, weil er krank ist. Er pennt ja nachts. Tagsüber, scheiße. Es fällt ihm ein, einfach zu pennen. Oh, warte mal, ich muss hier... Guck mal, den Effekt haben die halt überall genommen, ne? Den haben die überall genommen. Ja, das ist... Du hast eine UV-Map und von 0 auf 1 wird es immer transparenter nach oben. Das Pirlenois Alpha-Dings mit, genau. Was auf UV-Map gemappt wird einfach. Anführer Skeptikon Ketzer haben ihren Weg zu unserem Gold gefunden. Sie verfluchen unseren Lebenswandel. Aber sie wollen beitreten. Sollen wir sie willkommen heißen? Ja. Haben wir was zum Opfern, würde ich sagen. Let's go. Ein Anhänger hat begonnen, sich von dir abzukehren. Das passiert, wenn der Glauben des Kultes zu niedrig ist. Warum ist der zu niedrig? Wir haben noch voll viel, oder nicht? Ich verstehe nicht, okay, warum war der zu niedrig? Ein Verräter verbreitet falsche Informationen über dich. Andere können beeinflusst werden. Erziehe denjenigen um oder stecke sie ins Gefängnis und heiße sie danach wieder in deinem Kult willkommen. Oder opfere sie einfach. Das sind ja deine Regeln. Okay, wir brauchen Gefängnis-Chat. Let's go. Where is the Gefängnis? Ich habe noch kein Gefängnis. Sünde. Lüge. Okay, wir haben sowas noch gar nicht. Scheiße. Warte mal, wir gucken mal. Unterkunft? Oh, guck mal. Ganze Unterkünfte. Holzplatz. Was macht der denn? Hey, hier wird einem aber nichts gesagt. Was ist? Unterkunft? Opferstatue? Gefängnis. Okay, gut. Wir haben Gefängnis-Chat. Wichtig und richtig. Wir machen es erstmal bei uns im Dorf nicht schön. Wir bauen erstmal ein Gefängnis. Let's go. Lol, einfach ein Prangers-Gefängnis. Das ist ja geil. Hier, guck mal, hier wo es alle... Hier essen sie. Und dahin.
Komm alle mit, Jungs. Komm alle mit. Wo ist denn unser Glauben? Da oben. Hey, der Glauben ist fast voll. Wie kann das... Wo kommt die Aussage her, dass wir dass unser Glauben zu niedrig ist? Ich kann beim Bauen nicht mehr... Man kann sagen, ich kann beim Bauen nicht mithelfen. Weil da einfach zu viele Viecher stehen. Oh, Viecher. So, warte mal. Muss ich den jetzt finden? Muss ich den jetzt finden? Woher kriege ich denn heraus, wer diese Falschaussagen tätigt? Chat, wie kriege ich das raus? Gedanken lesen. Gute Unterhaltung. Nee. Kali. Der Kult hat ein neues Gebäude und unser glorreicher Kult wächst weiter. Warte mal, wie kann ich denn eigentlich auch Geschenke geben? Ah, guck mal hier. Schick einen Anhänger ins Gefängnis. Okay, ja, hier Geschenk. Halskette. Oh, Halskette, Chat. Oh mein Gott! Und die Halskette ist dann direkt angezogen? Das ist ja geil. Habe ich schon wie eine Halskette gegeben. Der kriegt der Eulenstreicher direkt auch noch eine. Oh, hier. Geschenk geben. Kleines Geschenk. Oh, das ist das kleine Geschenk. Ja, geil. Der Eulenstreicher. Geil. So. Frozen. Oh, Frozen, was ist los mit dir? Dein Balken ist ja ganz deep weit unten. Frozen kriegt jetzt auch noch hier ein großes Geschenk. Let's go. Boah, wie er sich freut. Goldenes Kreuz, denke ich, ist besser als die Wikinger damals. Kyuki, müssen wir auch mal kurz gucken. Segen geben. Gott segne dich. Ich segne dich. Oder irgendwie so. Hä? Haben direkt voll viele Segen abbekommen. Ela, pass mal auf Ela, ne? Langsam reicht sie mit dir. Gebe dir Segen. Oh, geil. Ach, und dann steigen die. Warum kann ich ihm nochmal Segen geben? Nee. Wurden die jetzt alle... Und die haben jetzt alle Segen erhalten. Alles klar. Das heißt, ich kann... Oh, guck mal, das sind die neuen. Brian. Verliere 10 Glauben bei Erkrankung. Ja gut, das passiert halt, ne? Willkommen. Wir brauchen neue Betten übrigens. Ich würde ihn auch gerne segnen. Nein! Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Das wollte ich nicht. Hat sich deinem Glauben abgekehrt und verbreitet Unwahrheiten. Ach so! Okay. Alles richtig. Alles richtig gemacht, Chat. Alles richtig gemacht. Brauch noch ein Bett. Geil. Ich glaube, wir können schon wieder bessere Unterkünfte bauen. Glaube ich. Geht mal bauen. Guck mal hier, zack. Und jetzt würde ich gerne die Unterkünfte bauen. Warte mal. Opferstatue, da Unterkunft. Verbesserter Schlafplatz. Geil, let's go. Der viel seltener zusammenstürzt. Sieht halt auch viel schöner aus. Sind wir ehrlich. Schau mal, wir haben noch genug Ressourcen. Ah, wir upgraden die. Das ist ja noch viel geiler. Oh, das klang nicht gut. Ich habe kein Geld mehr, right? Ela. Terminator, warte mal, Terminator? Kann ich den segnen? Nee. Wir lassen ihn schlafen, dem geht's halt echt nicht gut. Yuki hat man, glaube ich, schon, oder? Gesegnet? Ja. Könnten wir alternativ auch ins Gefängnis stecken? Ja, wir können hier erstmal so niemanden mehr segnen. Wir machen hier mal noch so ein bisschen Gras-Scheiße. Hauptsache hier, die haben noch ein bisschen was zu essen.
So, wer Hunger hat, kommt. Ich sorge dafür, dass wir jetzt noch ein bisschen mehr bekommen. Man muss sich schon um sehr viel hier kümmern. Ah, die Farmhütte ist cool. Ela ist krank. Oh nein, scheiße. Keimphobie. Ela, weh, du verreckst mir. Das kann nicht sein hier. Bro. Oh, wir können Kürbisse anpflanzen. Und einen Pilz. Cool. Wir haben zwei Kranke. Gibt es nicht irgendwas, was wir machen können? So Krankenbetten oder so? Wer ist das? Kali hat. Nee, wer ist das? Nano, Dank anführen. Mein Glauben an dich war gerechtfertigt. Hä? Warte mal, Nano. Komm mal her. Dich habe ich doch noch nicht gesegnet, oder? Ja, doch, anscheinend schon. So, warte mal. Ela müssen wir kurieren schicken am besten. Wobei, ich glaube, Ela hat sich jetzt sowieso hingelegt, right? Ja. Oh, Ela, der Göttliche. Er ist todeskrank. Und er gibt uns alles, was er noch hat. Ja, wir brauchen ein Krankenbett. Mach einfach. Ja, auf jeden Fall. Ja, das war sehr hilfreich. Und er bestellt... Okay, wir haben den, der nachts überarbeitet, dem haben wir gesagt, dass er arbeiten soll. Das ist cool. Das heißt, nachts werden die Felder bestellt. Eigentlich ziemlich cool. Ich finde das gar keine negative Eigenschaft. Dann ist auch nachts ein bisschen Betrieb, weißt du? Mein Bauchnabel ist jucking. Ich würde den jetzt noch ein bisschen Nahrung craften. Ja, komm direkt alles. Boah, das ist scheiße teuer. Krass. Aber die haben Balken ringsrum, ne? Kann das sein, dass die schlecht werden? Ich glaube, die laufen ab mit der Zeit. Nicht mehr ziehen. Kann ich heute nicht mehr. So ein Depot für Dung wäre noch nicht schlecht, weil der die Felder bestellt, wäre cool, wenn der die Felder auch düngen könnte. Tag 12. So, warte mal. Ela bleibt am besten liegen, richtig? Ja. Wir sind die Betten kaputt gegangen. Kostet uns Holz, was wir nicht besitzen. Boah, wir sind out of resources. Joho. Ich hasse Quicktime Events. Das haben wir vergammelt, du. Boah, hier ist aber auch wirklich scheiße dreckig, ne? Liegt so viel Kot rum, kein Wunder, dass hier alle dreckig werden. Es tut mir leid, meine Anhänger, es tut mir leid. Hier liegt sogar Scheiße neben Essen. Überall Scheiße, was ist los? Einfach Hauptbeschäftigung, Scheiße. Was ist los? Hier war ich gerade erst. Kann das sein, dass hier so viel Scheiße rumliegt? Ich guck mal eben. Kann ich eigentlich wieder zu ihm reisen und nochmal die Gläubigerpunkte abholen? Gläubigerpunkte. Ja, das geht wirklich. Das ist cool. Ich spiele nochmal gegen ihn, gegen Geld, okay?
weil wir brauchen Geld. Ich würde gerne die Häuser upgraden. Ah, ich habe gar keine Bäume zum Upgraden. Guter Start. Ja, exzellent. Am besten nie unter 3 würfeln, dann kann gar nichts schief gehen. Shit. 9 zu 1. Aha. Komm, auch eine 6. Scheiße. 10 zu 6. Er macht mir wieder Platz für bessere Würfel. Wir platzieren die 1 wieder da. Touché. Ah, Dreckschwein. Ich jetzt multipliziere, haben wir hier noch 4 Punkte, ne? Und der kann da oben fett rein multiplizieren. Mache ich nicht. Oh, gefällt mir nicht. Na Mann. Okay, jetzt bevor eine 6 würfelt, dicht machen. Hier multiplizieren wir rein. Er macht nicht zu, macht nicht dicht. Scheiße. Ist egal. Wenn er jetzt hier nicht mit einem krassen Multiplikator kommt. Oh shit. Meine Strategie ist, über seiner Punktzahl zu bleiben und zuzumachen. Das Ding ist, dass er uns jetzt egal. Oh, ja. Oh, eine 6 und wir sind wieder am Anfang, ne? Wenn ich jetzt zumachen könnte, Leute, das wäre so geil. Bitte würfel keine 6, bitte würfel keine 6. Ja. Und? Ja. Wir haben gewonnen. Ja, ganz ehrlich, die KI ist aber auch absolut dumm. Also jetzt for real, ne? Ist absolut dumm, Kai. Danke, dass ich dich wieder mal abzocken konnte. Das ist ein interessantes Spiel. Lass das mal nachprogrammieren, so als, weiß ich nicht. Das machen wir in dem 24-Stunden-Programmier-Livestream. So eine Pillefalle einfach. So, ja, wir haben halt gar keine Rohstoffe, ne? Holz ist alles, alle. Können wir Kot verkaufen für besser. Wir machen ja gar nicht wirklich was, ne? Was los? Was da los? Was hast du? Nano. Wohlwollender Anführer, bitte verurteile mich nicht, aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Kot essen. Kannst du mir dabei helfen? Hey, der wird sterben dabei. Warum will der Scheiße fressen? Was? Gut, wenn ihr Scheiße essen will, warum denn nicht? Jeder hat so seine Vorlieben, ne? So, wie kann ich das machen? Können wir ihm Scheiße herstellen? Schüsselkot. Let's do this, Leute. Wir kochen ihm eine Schüssel Scheiße. Bam. Das kam. Ich mache jetzt einen Schüsselkot. Gehe sofort zu ihm. Da ist er doch direkt, oder? Ne, wo ist denn der? Da ist er, ne? Nein, ich will. Krieg ihn nicht. Zack. Du sollst essen.
Anhänger sucht sich eine Mahlzeit. Hat jetzt jemand die Scheiße schon gefressen? Nee. Ah, guck mal, er kommt. Bitte sehr, mein Freund. Ich dachte, ich muss ihn dazu zwingen. Warte mal, ihn können wir nochmal umherziehen? Bam! Damit geht's ihm gut, oder? Ja, wir haben 9, Chat, wir haben 9. Jetzt können wir noch freilassen, glaube ich. Gedankenlos entlassen. Bitte sehr. Jau. Jahu. So, bitte sehr, mein Freund. Du ehrst mich, Großanführer. Ich bin ewig dankbar. Geil. Geil. Und der Stufe 2. Das heißt, wir kriegen wieder voll fett diesen Scheiß hier. Sehr schön. Inspiration freigeschaltet. Boah, wir steigen gerade ultimativ durch. Jetzt haben wir hier Holzblatt. Ich weiß nicht, was der bringt. Anhänger erzeugt Holz. Out of nowhere. Ey, den brauchen wir. Also wenn wir Holz out of nowhere bekommen. Ja, wir haben halt gar kein Holz gerade, oder? Wo ist denn das? Da, der Holzplatz. Kostet sogar Snake Geld hätten. Oh nein, uns fehlt alles. Krass. Ja, dann lass mal beten ganz kurz. Einmal predigen. Wir brauchen Macht. Oh shit. Die Level 2 geben uns jeweils 2, right? Luch, Okkultist. Ich würde eher so gern in die Nahkampfsache gehen, aber das glaube ich funktioniert nicht. Gut, dann lernen wir jetzt Feuer. Der Feuerskill, der sah insane aus. Yeah. Und dann kriegen wir die anderen noch mit gut geschrieben. Oh. Da haben wir doch auch wieder einen dazu bekommen, oder? Versorgung. Prediger vom Wert irdischer Güter. Was bringt das? Lehre die echte Bedeutung von Gehorsam. Sie sollen für dich arbeiten und dich lieben. Wollen wir arbeiten und beten? Komm, arbeiten und beten! So, wir haben uns freigeschaltet. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft gläubig. Sie erzeugen 15% schnelle Hingabe. Geil. Alle Kulturmitglieder erhalten die Eigenschaft fleißig und das Arbeitstempo erhöht sich. Ja, wir haben halt gerade nichts, ne? Wir brauchen... Ich glaube, wir machen erstmal das hier. Neue Doktrin verkünden. Los geht's. Wie spät haben wir es eigentlich? Oha! Ja, krass. Diese Eigenschaft wird alle Kultmitglieder zugeteilt, beeinflusst ihren Glauben. Perfekt. Doktrin. Kult umbenennen, Anhänger anzeigen. Jenseits Doktrin. Jetzt haben wir hier die Doktrin. Ah, guck mal, können wir bis so viele ernennen? Ich glaube ja. Scheiße, ja, Rituale können wir eh nicht machen. Das eine hat noch Cooldown und das andere können wir nicht machen, weil wir die ganze Zeit die Zutaten weg essen. Wir haben einen, der... Ah ja, Ela, guck mal, Ela ist aber auch noch am Pennen, das ist sehr gut. Wir haben ein kaputtes Bett. Terminator kackt hier wieder alles zu. Ein Rätsel, warum er sowas macht. Sehr gut, Stufe 2 Anhänger. So, wir reinigen jetzt hier nochmal alles. Ich sag schon mal, YouTube, schön, dass ihr wieder mit zugeschaut habt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich wissen, kommentiert, schreibt in die Kommentare irgendwas Cooles über das Spiel oder sowas, I don't know, oder ne? Whatever. Like gerne und abonniert den ganzen Kram. Moin, Brotlock. Ne, Brotlong, ich grüße. So, in diesem Sinne, tschüss, YouTube.